Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler-Podcasts. Mit mir im Raum ist meine Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir wollen uns heute in unserer Reihe ein bisschen eingehender mit dem Unfallbuch, dem Verbandsbuch beschäftigen, was hoffentlich in jeder Einrichtung vorhanden ist und auch genauso hoffentlich ganz tüchtig gepflegt wird. Denn was gehört denn da alles rein, Frau Kollegin? In das Verbandsbuch gehören erstmal auf jeden Fall sämtliche Vorfälle, die irgendwie tatsächlich zu einem Unfall geführt haben. Wobei ein Unfall das ist, wo es eine Verletzung gab. Ergebnis. Egal ob bei Kindern oder bei Erziehern oder bei begleitenden Eltern, völlig nebensächlich. Es ist in der Kita oder im Umfeld der Kita passiert. Und dann muss man das da eintragen. Also das heißt auch Unfälle, die auch beim Ausflug passiert sind, Unfälle, die bei einem Theaterbesuch und Unfälle, die auf dem Sommerfest passiert sind. Okay, und wenn dann dieser Unfall irgendwie auch noch neben der ersten Hilfe mehr Aufmerksamkeit bedarf. Mhm. Sprich, wenn man damit also das Kind zum Arzt schicken muss, weil die Wunde doch irgendwie schlimmer aussieht, als sie auf den ersten Blick möglicherweise erschien oder wie auch immer, dann ist noch die Unfallmeldung erforderlich. Mhm. Das heißt, da geht es dann noch einen Schritt weiter. Das kommt nicht nur ins Verbandsbuch, sondern da muss dann tatsächlich innerhalb von 3 Tagen die Unfallmeldung passieren. Okay, also halten wir fest, ins Verbandsbuch sollte tatsächlich jeder Unfall hineinkommen, der etwas mehr als Behandlung erfordert hat, als das pädagogische Blümchenpflaster oder das Piratenpflaster. Das Kühlpad, ja, Piratenpflaster oder das Kühlpad, was dann einfach mal pädagogisch schnell eingesetzt wird. Also alles das, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein bisschen mehr als nur ein Trostpflaster, sondern hier ist tatsächlich ein Aua passiert und das sollten wir besser reinschreiben. Jetzt ist immer nicht ganz ersichtlich bei manchen Unfällen, ob hier wirklich mehr passiert ist. Also ich stelle mir vor, Beispiel, ein extrem lauter Knall, weil irgendwo, was nehmen wir jetzt als Beispiel, ein Ventil weggeploppt ist. Ein ganz lauter, ich hoffe, dass keine Ahnung, dass da nicht irgendwie sowieso was ganz Schlimmes passiert, aber von irgendeiner Heizung oder so ist ein Ventil weggedonnert und es hat einen lauten Knall gegeben. Muss sowas eingetragen werden? Ein Kind ist vielleicht erschrocken gewesen, ein Kind hat vielleicht kurz ein bisschen geweint, aber sonst nicht. Wenn es sich um irgendeine Ursache in der Kita handelt, sollte man es eintragen. Erstens, damit man, wenn 3 Tage später irgendwas auftaucht, ich habe Ohrenschmerzen oder ich habe keine Ahnung was, dass man dann zurückgucken kann und sieht, das könnte damit zu tun gehabt haben. Mhm, das ist als das Erste. Und dann muss man natürlich gucken, einfach von dem Gesichtspunkt ausgehen, wofür ist das Verbandsbuch da? Es ist natürlich nicht nur da, um abzusichern und genau zu dokumentieren, was passiert ist, sondern es ist tatsächlich ursprünglich dafür da, um zu gucken, wie lassen sich Unfälle vermeiden. Dass dieser Sachverhalt nicht wieder vorkommt. Mhm. Und das heißt, wenn ich solche Sachen, die möglicherweise zu einem Schaden geführt haben, aber im Moment weiß ich es noch nicht, das nehme ich dann nicht auf und dann passiert es 3 Monate später wieder. Ich hätte aber einfach das Ventil lockern können oder festdrehen können oder was weiß ich, da fehlt mir die technische Fantasie zu. Mhm. Ich hätte es also verhindern können, wenn ich gewusst hätte, dass so ein Vorfall war und woher der Knall kam. Und das ist der ganze Sinn der Sache. Das heißt also, es müssen auch beinahe Unfälle eingetragen werden. Damit man möglichst gucken kann, wenn es dann doch zu irgendwelchen Klagen kommt hinsichtlich, jetzt nicht juristischer Art, sondern dass irgendwas wehtut, dass man sagen kann, das hängt doch sicherlich oder könnte doch sicherlich mit diesem Vorfall zusammenhängen, der zumindest zeitnah, unmittelbar ja noch nichts ausgelöst hat, aber dieser Vorfall hat womöglich mit Verzögerung etwas ausgelöst. Also Kind donnert vom Klettergerüst und eigentlich ist erst nichts. Klar, es weint, ist traurig, aber man weiß nicht genau, ob es eine Gehirnerschütterung ist. Wir sind alle keine Mediziner, aber eigentlich müsste so ein Vorfall, der gerade noch gut gegangen ist. Wobei ich da schon nicht mehr von beinahe Unfall reden würde, sondern sagen würde, okay, also wenn irgendwer von einem Klettergerüst fällt. Okay, das stimmt. Ja. Nehmen wir ein anderes Beispiel, was eigentlich total profan sich anhört, aber in der Einrichtung ist es vorgekommen, dass in einer ganz atypischen Situation 3 verschiedene Fenster in der Einrichtung offen waren.
Das erste Mal. Und plötzlich gibt's einen Durchzug und eine der Türen kracht mit voller Gewalt ins Schloss. Und gerade noch eine Millisekunde vorher kann ein kleines Kind ihre kleinen Fingerchen wegziehen, weil sonst wäre der Finger ab gewesen. Ja. Bei dem Speed, das mit ist, dem die Tür zugedonnert. Das ist genau ein Beinahe-Unfall. Ja. Und der muss eben eingetragen werden, damit dann sich die Verantwortlichen darüber Gedanken machen, okay, gibt es Türsicherungsmechanismen, müssen wir da irgendwie so einen Stopper davor packen, müssen wir eine Anweisung rausgeben, welche Fenster gleichzeitig geöffnet sein dürfen und welche und eben so weiter. Nicht, oder wie dann womöglich die Tür zu sichern ist, wenn der Wind entsprechend stark pustet da draußen und es eben diese seltsame Konstellation gibt. Und da sie ja atypisch war, das heißt, dass sie sich nicht am nächsten Tag unbedingt ereignen, wiederholen wird, sondern womöglich erst in einem Jahr, wo vielleicht manche vom Personal nicht mehr da sind, kann man eben anhand dieser Beinahe-Unfälle, wenn man sie richtig aufbereitet und sie dann vielleicht in einer Arbeitsanweisung verschriftlicht, eben daraus lernen. Und das ist ja dann wohl auch der Zweck, den ein solcher, wie wir gerade gehört haben, ein solcher Beinahe-Unfall ja dann als Eintrag im Verbandsbuch mit sich bringen soll. Genau. Spannend. Die Geschichte hinsichtlich der Unfallanzeige, dann heißt es aber nicht, dass Unfallanzeigen auch beinahe Unfälle mit umfassen müssen. Nee, das Unfallanzeigen nicht. Sind nur, wenn tatsächlich ein Unfall zu einer so weit geht, dass eine ärztliche Behandlung notwendig war. Und bei einem beinahe Unfall passiert ja eben glücklicherweise nichts. Jedenfalls nichts mit Körperschäden, Personenschäden und so weiter. Sondern es hätte nur beinahe was passieren können, was dann ein echter Unfall hätte sein können. Was vielleicht noch in diesem Zusammenhang ganz interessant ist, ist, dass wir immer wieder, wenn wir auf das Verbandsbuch in unseren Fortbildungen zu sprechen kommen, dann gibt es dann meistens so ein unauffälliges und Augenrollen und dann wird uns ja dann schon ab und zu gestanden, dass es da womöglich relativ große Lücken gibt, dass das Ganze irgendwo vielleicht schon staubbedeckt ein bisschen in Vergessenheit geraten könnte. Und wir sagen dann immer, es zeugt nicht gerade von einer sehr pflichtbewussten Dokumentation von Unfällen, wenn da sich große Lücken auftun, weil nach aller Wahrscheinlichkeit es eben relativ häufig zu Unfällen in einer Einrichtung kommt. Drei aufgeschürfte Knie innerhalb eines halben Jahres sind nicht realistisch. Und wenn dann in der Einrichtung es mal zu einer Überprüfung kommt, dann wird man wahrscheinlich sagen, dass sieht schon alles sehr seltsam aus. Na, da gucken wir doch mal genauer, was noch so alles ganz seltsam aussehen könnte, wo hier die Leitung oder der Träger anscheinend vielleicht, man weiß es nicht, etwas nachlässig gewesen ist. Also man sollte bedenken, ein gut geführtes Verbandsbuch hat in mehrerer Hinsicht eine wichtige Funktion. A, die wichtigste Funktion ist, jeder Unfall, und das sind auch die Wegeunfälle, das hatten wir ja gerade noch gar nicht erwähnt, also die Unfälle, die dem Kind auf dem Weg zur Kita passieren oder auf dem Weg von der Kita nach Hause, dass diese ganzen dokumentierten Unfälle nachher den Schutz der Unfallkasse auslösen, den Versicherungsschutz, den Heilbehandlungs... Wobei gerade diese Wegeunfälle, da ist die Kita natürlich darauf angewiesen, dass die Eltern sowas dann mitteilen. Gut, aber wenn die Eltern es mitteilen, dann darf man nicht sagen, ach so ein Quatsch, das kann gar nicht sein. Das Kind kam ja total lustig an, munter in der Kita an, das kann gar nicht gerade hingeplumpst sein. Das ist egal. Diese Einschätzung sollte man dann der Unfallkasse überlassen. Wenn also Mama und Papa berichten, es hat einen Unfall gegeben, dann hat man das erstmal so hinzunehmen. Man kann es ja dann auch entsprechend kenntlich machen, dass das eben auf einer Erzählung basiert seitens der Mama und eben nicht durch eigene Wahrnehmung durch die Kita. Aber was eben wichtig ist, dass eins dieser Funktionen eines Verbandsbuches eben ist, dass die Unfallkasse für die Heilbehandlungskosten dann aufkommt und die Unfallkasse dort eben unendlich tiefe Taschen hat. Das ist also zum Schutz eines Kindes ganz, ganz, ganz wichtig. Der zweite Punkt, den wir gerade angesprochen haben, ist der, dass man aus den Unfällen und eben auch aus den beinahe Unfällen lernen sollte. Und das geht nur, wenn man die Dinge irgendwo dokumentiert hat. Weil Personalfluktuation, Krankheit, Eltern, Zeit, alles Mögliche, Urlaub bedeuten halt teilweise auch, dass Sachen dann nicht weiter kommuniziert werden. Und das Beispiel mit den Türen, die sich plötzlich aufgrund eines starken Durchzuges verselbstständigen und krachen zudonnern, das ist etwas, das kann eben nur einmal passieren und beim zweiten Mal, drei Wochen später, ist dann halt so ein kleiner Finger womöglich ab. Also das ist schon ein Problem, woraus man einfach lernen sollte, auch wiederum zum Schutz der Kinder, aber auch der Beschäftigten. Und der dritte Punkt ist, dass das Unfallbuch natürlich, jetzt habe ich den Faden verloren, was war der dritte Punkt?
Ich kann leider nicht in den Kopf meines Kollegen schauen. Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich den Faden verloren. Das habe ich selten bis jetzt der Fall gehabt. Wir werden es nachreichen, denke ich. Guter Plan. Oder ich schreibe es unten einfach in die Beschreibung des Textes rein und dann kann das jeder nochmal genau nachlesen. In dem Sinne, tschüss. Tschüss.